Deutschland hat nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut einen größer angelegten Hilfseinsatz der Bundeswehr in dem Land angeboten. Dazu wurde nach dpa-Informationen unter anderem ein für den Transport Schwerverletzter ausgerüstetes Flugzeug bereitgestellt. Ein Erkundungsteam des Sanitätswesens der Bundeswehr soll die Lage in Beirut kurzfristig vor Ort prüfen und eingeflogen werden. Geplant ist auch, die Korvette Ludwigshafen am Rhein aus dem laufenden Einsatz der UN-Libanon-Truppe von Zypern aus nach Beirut zu verlegen. Geprüft wird aber noch, ob dies von libanesischer Seite gewünscht ist. Nach Angaben der libanesischen Regierung vom Vorabend wurden mehr als 130 Menschen getötet, etwa 5000 wurden verletzt. Geschätzt wird, dass bis zu 250.000 Einwohner ihre Wohnung verloren haben.